Servus, lieber Mike, grüß dich. Hallo Thomas, mein Guter. Liebe Zuschauer, grüß euch, danke, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ja, Mike, zu Anfang vielleicht mal eine kurze Betrachtung der Nachrichtenlage, beziehungsweise wo Nachrichten erscheinen. Es ist immer interessant zu schauen. Der Mainstream ist halt nun mal auch unser, wie soll ich sagen, Gradmesser, oder der muss beobachtet werden, auch wenn es weh tut. Ja. Ja, ich kann Zuschauer verstehen, die sagen, ich gucke mir den Dreck nicht mehr an, ja, ich gucke mir auch die Merkel nicht mehr an und so weiter. 100%. Ja. Ich bewundere Menschen wie dich, die sich das antun. Ja, wirklich. Also ich schaue wirklich nur gedrungenermaßen, gezwungenermaßen kann man sagen, ab und zu dem Mainstream, um Vergleiche zu haben. Ja. Ja, dass meine Alternativinformation, dass ich das nicht nur in meinem Kopf habe und genau, nicht mehr den Ausgleich dahin habe. Darum bin ich natürlich auch gezwungen, eigentlich jeder, der sich vernünftig erkundigen will, was in der Welt passiert, sollte sich beides anschauen. Aber ich gebe dir völlig recht, den Mainstream sich anzuschauen, ist Vergewaltigung des Geistes. Ja, und es ist auch, du wirst halt permanent beleidigt. Ja. Also Vergewaltigung und Beleidigung. Ja. Ja, also in einem. Aber das muss ich ansprechen, und das fand ich interessant. Es geht um ein Papier oder eine generell schon mal die ganze Entstehungsgeschichte. Die Welt, Springerblatt, hat juristisch, und es kann nur... Das ist jetzt eine Vermutung, weil das steht nirgendwo, wer das jetzt wirklich veranlasst hat, aber Juristen, ich nehme an, Hausjuristen vom Springer, haben in einem monatelangen Rechtsstreit mit der Bundesregierung den E-Mail-Verkehr zwischen Innenministerium und Wissenschaftlern vom RKI, Hochschullehrern und anderen Instituten vom März 2020 sozusagen erzwungen, dass es offengelegt wird. Und da, im März, wir reden wirklich von fast einem Jahr. Und daraus geht hervor, dass ein Staatssekretär und sein Stab, also diese E-Mails, 200 Seiten, ja, es ist nicht nur ein bisschen was, in E-Mails die Wissenschaftler aufgefordert hat, ein absolutes, so heißt es auch drin, Worst-Case-Szenario zu entwickeln und zu prognostizieren mit über 1 Million Toten, mit und es steht auch wörtlich drin, um repressive Maßnahmen zu rechtfertigen, ja, vor der Bevölkerung. Und das kommt in der Welt, ganz kurz noch, und was absolut Mainstream ist, also pur. Und ich habe auch sogar ein Video darüber gemacht. Jetzt haben verschiedene andere Mainstream-Medien wie Focus und Frankfurter Rundschau, nicht alle, aber einige nachgezogen mit der Meldung. Sprich, haben das auch gebracht. ARD und ZDF natürlich nicht, Spiegel, Süddeutsche habe ich es auch nicht gesehen. Also es gibt da, es wäre ja auch nicht überraschend, wenn, sagen wir mal so, wenn es die Welt bringt, haben die wahrscheinlich gedacht, oh, also da können wir jetzt nicht gar nichts sagen dazu. Ja? Wobei manche tun das ja, ARD und ZDF tun es ja, das kommt nicht in der Tagesschau. Genau. Und da gibt es jetzt offenbar auch, wie soll ich sagen, also vielleicht so eine leichte Spaltung, oder ich weiß nicht, wie ich es deuten soll. Wie findest du das? Ja, also eigentlich können wir das rückverfolgen in den letzten Jahren, gerade in den letzten 2 Jahren. Hast du ja gemerkt, dass in der Springerpresse was passiert ist. Da gab es einen Besitzerwechsel. Dann hat sich das wieder umgewandelt. Dann hast du gemerkt, aus den anfänglichen alternativen Nachrichten, die Springer gebracht hat, war das dann wieder ziemlich normalisiert, so wie wir es kennen aus der Vergangenheit. Ging hin und her, ja, ein bisschen. Und jetzt erleben wir wieder so eine Phase, weil das, was du gerade erwähnt hast, ist ein gutes Beispiel, aber es gibt ja andere Beispiele auch, wo der Mainstream Dinge äußert, die eigentlich nicht passen. Genau. So, jetzt kann man wieder Vermutungen anstellen, völlig klar. Die Frage ist, wie weit muss der Mensch noch gedemütigt werden und wie viel muss man ihm noch präsentieren, damit er endlich anfängt zu sagen, hier stimmt was nicht und jetzt werde ich auch aktiv. Aktiv werden, da gibt es unterschiedlichste Varianten, die man sich vorstellen kann. Aber deine Frage, die kann ich nicht beantworten und sagen, warum macht das die Welt und warum macht das Bild im Detail? Die Frage ist eigentlich nicht so entscheidend, sondern der Fakt, dass sie es machen.
Und der Fakt, dass all das, was jetzt daraus sich ergibt, dass Menschen das lesen, die normalerweise diese Zeitung oder diesen Institutionen folgen, und damit erzeugst du, ob du jetzt vielleicht vorhast, vom sogenannten Deep State ein bisschen alternative Nachrichten zu streuen, damit man sich so darstellt, als wenn, schaut mal hier. Wir sind objektiv, ja. Da wird also nicht nur immer Ja, Ja, Ja gepredigt. Mhm. Das wäre ja eine Variante, über die man nachdenken kann. Ja? Mhm. Eine Taktik. Durchaus, ja. Ja, macht Sinn. Alibi, genau. Sozusagen. Ist durchaus denkbar, ist in der Vergangenheit auch so passiert. Mhm. Bin ich auch sicher. Auch diverse Politiker werden so hingestellt. So sieht es ja aus. Ja. Darum haben wir ein Parteiensystem, von dem viele immer noch glauben, dass sie wählen können, und haben immer noch nicht verstanden, dass sie gar nicht wählen können. Dass das alles das gleiche... Eine Suppe ist. Mhm. Und spätestens, wenn diejenige Partei an der Macht ist, die da was sagen dürfen oder was durchführen dürfen, anordnen dürfen, die sind schon längst in der Agenda dann wieder verankert. Ja. So, aber wir kommen nicht drum herum, egal ob das eine Strategie ist oder nicht, weil das wäre eigentlich jetzt die Frage. Kippt etwas im Mainstream, was wir schon in der Vergangenheit, in den letzten Jahren öfter mal gedacht haben und gesehen haben? Mhm. Oder ist es eine Strategie? Der entscheidende Punkt, den wir aber ohne Zweifel daraus erkennen können, ist, sie gehen weiter Risiken ein. Ja, weil du kannst einfach nicht verhindern, dass du damit wieder einen gewissen Teil an Menschen wacher machst. Unumstößlich. Umso kannst öfter du nicht steuern, ja. Diese Dinge im Mainstream oder von Politikern geäußert werden, ja, dann kannst du nicht verhindern, dass Menschen dabei wacher werden. Und wenn du jetzt den Zeitraum nimmst der letzten 4 Jahre, das haben wir ja schon oft thematisiert, mhm. Und da ist letztlich auch, stützt sich meine These nach wie vor drauf, ja, weil egal was Zuschauer oder Menschen jetzt glauben, die uns verfolgen, dass wir hier völlig falsch liegen, was immer sein kann, was wir auch immer gesagt haben, trotzdem halte ich an der These fest, weil die Dinge, die jetzt außen weiterhin passieren, immer noch für mich meine These stützen. Dass wir nicht Zeitangaben geben können, wann eine Sache wirklich den Peak erreicht hat, ist, weil wir nun mal mit Menschen zu tun haben, unmöglich. Mhm. Wer sollte das machen? Ein Prophet, ja. Aber sind wir Propheten? Mhm. Nein. Aber dass die Dinge sich immer weiter zuspitzen, ist doch offensichtlich. Genau, sehe ich auch so, ja. Und egal, ob wir jetzt dieses Beispiel nehmen oder wir nehmen andere Beispiele, immer da, wo die Partei des Mainstream, des Deep States, egal welche Institution Äußerung von sich gibt, die nicht kompatibel sind mit den Maßnahmen und mit den Aussagen der politischen Führer. Die zum Teil sogar in Frage stellen letztendlich. Das meine ich genau, damit. Ja, genau. In dem Fall ist immer ein Teil Gefahr, dass du Menschen wach machst, der unumstritten da ist. Du kannst das nicht verhindern. Und in der Zeit der letzten 4 Jahre müsste man schon sehr, sagen wir mal, mit Scheuklappen vor den Augen rumlaufen, um nicht zu erkennen, dass ein Riesenpotenzial an Menschen immer wacher geworden sind oder wacher geworden ist. Mhm. Nicht, dass ich sage, die Weltbevölkerung als Ganzes, ja, ist jetzt in so einem extremen Maße erwacht, mhm. dass wir sagen, das System fällt morgen. Das mhm. meine ich nicht. Mhm. Mhm. Ich meine, dass so viele Menschen erwacht sind, dass es unumkehrbar ist. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und aus diesem Potenzial, was da erwachsen ist, ist es unumkehrbar, dass sich immer mehr Menschen dahin bekehren lassen, wacher zu werden. Nicht im Sinne, dass sie indoktriniert werden, wie es der Mainstream macht. Mhm. Bestes Beispiel. Wir haben Zuschauer auf unseren Channel oder auf anderen Channeln, die uns gefolgt sind, die jetzt zum Beispiel sagen, na, seht ihr Kinder, wo seid ihr hingekommen, mhm. wo sind denn die Ergebnisse? Mhm. So, ja, ich kann das verstehen. Mhm. Für einen Menschen, der uns als Prophet sieht, ja, und in allem, was wir sagen,
auch wenn wir immer wieder betont haben, wir können nicht exakt vorhersagen, wann etwas passiert, aber wir haben eine These und zu der stehen wir, dass die davon dann abspringen und sagen, das haut alles nicht hin. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Aber ich sage genauso, diese Menschen haben schon einen Wachheitsgrad erlangt und folgen nicht mehr dem Mainstream alleine. Ja? Und wenn sich jetzt das eine oder andere morgen oder übermorgen relativ schnell bewahrheiten würde von dem, was wir als These haben, werden diese Menschen auch relativ schnell wieder bei uns sein. Nicht, dass sie sich unbedingt jetzt auf den Channel wieder rumtummeln, aber sie werden vom Gedanken wieder bei uns sein. Und das ist doch wichtig. Was wir hier machen, ist doch eine Arbeit, wenn man es so bezeichnen will, für uns selbst, aber auch für jeden anderen. Weil nur in der Gemeinschaft sind wir stark. Ein Einzelner kann nichts bewirken. Er kann den Anstoß geben, aber die Gemeinschaft muss erwachsen aus dem Impuls. Und umso mehr wir uns verknüpfen und miteinander verstanden haben, dass dieses System, in dem wir leben, etwas ist, in dem wir nicht mehr leben wollen. Das ist die Basis. Wenn wir das verstanden haben, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, sage ich mal. Und wenn das genügend Menschen verstanden haben, dann kommt der nächste Schritt, dass wir Menschen verstehen sollten, dass wir auf gar keinen Fall in das alte Muster zurück wollen, was vielleicht uns jetzt freundlicher erscheint als die letzten ein, zwei Jahre, aber uns doch wieder in das alte System zurückführt. Wenn das genügend Menschen verstanden haben, darum haben wir auch schon öfter mal über das Geldsystem gesprochen, und mittlerweile verstehen immer mehr Menschen das Geldsystem, dass es ein Schuldensklavensystem ist. Aber es gibt immer noch Zuschauer, die fangen an zu argumentieren, nein, das ist ein gutes System und die Zinsen, das ist schon alles cool und das muss so sein, haben ihre Argumente dafür, schauen aber trotzdem unsere Videos. Also haben sie schon einen gewissen Wachheitsgrad, aber sind immer noch in dem alten System denken, zumindest zum Teil verhaftet. Sie haben sich davon noch nicht gelöst. Ist ja auch jedem seine Angelegenheit, muss jeder selbst bestimmen. Ich kann hier nur für mich oder für uns sprechen, wenn wir uns einig sind an bestimmten Stellen. Ja, ansonsten spreche ich hier für mich, für meine These. Und jetzt haben wir einen Zeitpunkt, wo ich glaube, dass es immer prekärer wird, wenn der Mainstream dem politischen System widerspricht. Prekärer aus dem Grunde, weil jedes Mal Menschen, die noch im Mainstream unterwegs sind, wieder einen Stachel in den Finger bekommen, also in den geistigen Finger, und angeregt werden, darüber nachzudenken, ja, Moment mal, da stimmt ja vielleicht doch etwas nicht. Übrigens mal für einige Zuschauer, wenn ich das hier mache oder das mache oder das mache oder das mache oder das mache, es hat für mich keine Symbolik. Wurde das erwähnt? Ja, ja, wurde erwähnt. Macht er jetzt die Raute? Ja? Ach ja. Also wenn Menschen nicht mehr so sitzen dürfen, nur weil es da eine Kandidatin gibt, die wir alle kennen, die mit solchen Zeichen da agiert, das wahrscheinlich sogar bewusst tut, ja. Werde ich doch nicht anfangen, meine Natürlichkeit, wie ich sitze, zu ändern. Ja? Schön gesagt. Ob ich meinen Finger hier halte oder da oder sonst wo, das ist doch, bitte, also... Wer immer das glaubt, soll es glauben. Ich mache es so lange, wie ich es angenehm finde, so zu sitzen, meine Hände zu machen, werde ich mich nicht dem unterordnen und jetzt und da einen Krampf draus zu machen. Das sei nur mal am Rande. Ich muss aber nochmal darauf zurückkommen. Das finde ich einen schönen Gedanken mit den Leuten, die jetzt sagen, ja, wo sind wir denn jetzt hingekommen oder wo ist denn jetzt eure These in der Verwirklichung, sage ich mal, ja, wobei kann ich auch nur zum Teil nachempfinden, diese Kritik, aber ich lasse sie auch stehen, ja, da haben wir uns vorher kurz unterhalten drüber. Aber natürlich hast du recht, diese Leute haben unsere Gespräche und sicherlich auch andere Kanäle geguckt, die auch in die gleiche Richtung gehen und sind zwar jetzt nicht aus welchen Gründen, sondern sind zwar jetzt auch vielleicht irgendwo auch, fühlen sich desillusioniert oder enttäuscht oder Mist,
bin ich irgendwie den falschen Gedanken gefolgt, aber sie waren und sind schon mal in dieser Phase drin. Es soll jetzt bitte nicht überheblich klingen, dass wir euch hier irgendwie einordnen. Ja, da möchte ich mich da wirklich distanzieren davon. Aber das Gute ist, das muss man zu dem Potenzial mitzählen. Natürlich. Ja? Diese Menschen sind schon viel wacher als der Durchschnitt, der immer noch dem Mainstream glaubt und folgt. Natürlich. Genau. Weil sie sich ja schon alternativ informieren. Ob jetzt derjenige sagt, naja, Mensch, ich hatte jetzt an denen so viel Vertrauen und jetzt ist doch nicht alles so eingetroffen, wie ich es gehofft habe. Das Gefühl ist ein bisschen da. Ja, ist doch okay. Aber trotzdem sind diese Menschen schon viel wacher. Und da ist auch mein, sagen wir mal, mein positiver Background, warum ich mich in dieser Welt jetzt immer noch stabil fühle, ja, geistig, mental, weil ich der Überzeugung nach wie vor bin, dass dieses System keine Chance mehr hat, aus diesem Desaster rauszukommen. Weil wenn wir mal ein Resümee ziehen kurz, genau, ja, aus dem, was ist denn passiert, was wir geglaubt haben oder was wir gehofft haben, was passieren soll. Wir haben alle gehofft, Trump wird wieder gewählt. Mhm. Trump wird in der nächsten Amtszeit weiter agieren, wird seine Maßnahmen so weit ausweiten, dass sich das bis auf Europa, sprich Deutschland, auswirkt und so das System immer mehr von innen zerfressen und auseinanderbröckelt, ja? Zerfressen wird und auseinanderbröckelt. Jetzt ist er erstens mal nicht gewählt worden. Offiziell. Offiziell. Mhm. Aber jeder, der sich damit beschäftigt hat, mitbekommen, dass diese Wahlen manipuliert waren. Jeder hat mitbekommen, dass die gerichtlichen Institutionen immer noch dagegen arbeiten. Keiner von uns weiß, wie dieser Film jetzt weitergeht, ob das bewusst so gehandhabt wurde oder nicht. Trump ist also jetzt offiziell nach außen nicht mehr Präsident. Es wird aber ein Impeachment-Verfahren gegen ihn eingeleitet. Jetzt kann man wieder verschiedene Aspekte dort sehen, nämlich einmal, dass er dieses Impeachment-Verfahren eingeleitet wird von denen, die hinter Trump stehen, bewusstermaßen, ja, also organisiert ist, dass dazu muss man wissen, wenn ein Präsident der Verfassung nach seiner Amtszeit ein Impeachment-Verfahren gegen einen Präsidenten eingeleitet werden kann, dann trägt er die Verantwortung über seine Amtszeit hinaus. Mhm. Wenn das als Urteil wirklich rechtskräftig würde, dann hätten alle alten Präsidenten das gleiche Privileg. Also, der letzte Präsident vor ihm war Obama. Der könnte jetzt belangt werden, laut Verfassung, wenn das jetzt rechtskräftig würde, für seine Taten, die er begangen hat. Jeder vor ihm auch, solange er noch lebt. Natürlich auch jeder nach Trump. Genau. Mhm. So, das wäre für einen Präsidenten eine ganz andere Situation als früher. Weil früher hat er seine Amtszeit beendet und dann war gut. Oh, raus aus der Sache. Egal, genau, was er da an Schmonzes verbracht hat. Jetzt würde das eine ganz andere Situation ergeben. Letztlich gesehen, so sehe ich das, eine viel fairere dem Menschen gegenüber. Weil das sollte weltweit so sein. Jeder Politiker sollte haftbar sein für das, was er tut. Und nicht nach seiner Amtszeit entlassen werden. Und dann nach ihm die Sintflut. Und noch dann auch die entsprechende Altersversorgung mitzunehmen. Das kommt ja noch als Kompott dazu. Ja. Ja, aber es geht doch hier um die Rechtssituation, natürlich, dass du Verantwortung übernimmst. Jeder Mensch, der in einem sozialen Umfeld lebt, in einem Staat, trägt Verantwortung für das, was er tut. Geht ins Gefängnis, teilweise gibt es die Todesstrafe in bestimmten Regionen noch. Ja? Aber Politiker nicht. Es sei denn, es gibt eine Revolution. Oder ja, sowas mit Ceausescu oder so. Ja, dann. Ja, aber ja, du verstehst, worauf ich hinaus will. Das heißt, dieses Verfahren ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Wenn es durchkommt, dann wäre es doch ein Hinweis dafür, dass mehr Gerechtigkeit kommt, als es früher der Fall war. Das ist ein hochinteressanter Gedanke, muss ich sagen. Darauf bin ich noch nicht gekommen. Da muss man ja nicht unbedingt. Ich rege das jetzt nur mal zum Nachdenken an. Ja. Weil wenn das in Amerika
dann wirklich sachlich der Fall wäre, dann könnten andere Präsidenten, die vorher an der Macht waren, jetzt offiziell belangt werden von den Institutionen, von den Gerichten für ihre Taten, weil es jetzt in der Verfassung konform wäre, wenn dieses Urteil vom obersten Gericht jetzt durchgehen wird. Jetzt lassen wir mal dahingestellt, was mit Trump passiert. Der andere Punkt ist, normalerweise, wenn das nicht in der Verfassung durchkäme, wenn das also juristischer Murks ist, dann kannst du doch nur gegen einen Präsidenten ein Impeachment-Verfahren einleiten, der amtierender Präsident ist. Das würde dann wieder heißen, dass er tatsächlich noch Präsident ist. Jetzt das Moment mal. Das ist hochinteressant. Also lass uns nochmal die erste Variante, möchte ich nochmal kurz ansprechen, ja? Weil da habe ich schon mich, als das aufkam, diese Diskussion Trump nach Beendigung seiner, es war ja schon noch, wurde ja schon versucht, wahrscheinlich als Theaterkulisse vor der Amtsübergabe oder der offiziell zumindest scheinbaren Amtsübernahme von Biden, eine Woche vorher noch der Impeachment da irgendwie durchzupeitschen, was auch terminlich gar nicht mehr realistisch war, dass das überhaupt noch die entsprechenden Gremien sich da zusammensetzen können und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, was hat das eigentlich für einen Sinn, dass die jetzt noch ein Impeachment-Verfahren, nachdem er von der Bühne verschwunden ist, anstrengen. Das Argument, und das fand ich nie stark, war, damit er nicht in 4 Jahren wieder antreten kann. Ja. Was ich ein relativ schwaches Argument finde, weil da ist der Mann auch, mein Biden ist auch jetzt 4 Jahre älter als Trump. Aber was, lass mich an der Stelle kurz was sagen. Ja, bitte. Das, was du sagst, sehe ich genauso, aber das ist für mich nicht der entscheidende Punkt. Der viel entscheidendere Punkt ist, wenn der Deep State die Macht hat, von der wir alle ausgehen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass diese Macht vorhanden war, zumindest. Ja, ich behaupte ja, sie ist nicht mehr vorhanden, jedenfalls nicht in der obersten Etage. Dann würde es heißen, dass sie Angst davor haben, in einer 4-Jahres-Periode, die sie jetzt haben, um ihre Agenda weiter durchzuführen, vor einem Trump, der dann in 4 Jahren so stark ist, dass er wiedergewählt werden würde? Das zeigt doch auf, dass sie Angst haben. Extreme Angst vor einem Menschen, der in 4 Jahren wiedergewählt werden soll. Damit wären sie doch entblößt, dass sie gar keine Macht mehr haben. Weil wenn du der Deep State bist und eine Wahl manipulieren kann, dann kannst du auch Trump in 4 Jahren dann verhindern. Das ist doch völliger Wurscht. Ja, damit machst du dich doch in der Öffentlichkeit eher lächerlich. Du zeigst doch deine Schwäche. Wenn ich gegen dich antreten muss, schon 4 Jahre vorher, um dich in 4 Jahren besiegen zu können, ja, dann zeigt das doch, wie stark du sein musst. Vollkommen richtig. Jetzt sehe ich ganz genau. Das ist wirklich ein schöner Gedanke. Und das hört sich für mich jetzt auch oder fühlt sich auch gar nicht jetzt irgendwie, das ist aber um 1000 Ecken gedacht und so. Und die andere Variante, beziehungsweise nochmal die Variante, die du richtig sagst, wenn sie jetzt gegen Trump ein Impeachment-Verfahren anstrengen und es durchbringen, das würde dann noch die andere Konsequenz wäre, dass er zum Beispiel keine Geheimdienstberichte mehr bekommt, weil jeder Ex-Präsident bekommt alle Geheimdienstberichte, die der aktuelle Präsident auch bekommt. Aber das ist jetzt nur eine Nebensache. Das ist öffentlich so erzählt und das erzählt uns der Mainstream und das erzählen uns Politiker. Wer weiß. Ob das wirklich stimmt, da habe ich meine argen Zweifel. Weil der Geheimdienst, der zum Vatikan gehört, wir müssen die Strukturen immer verstehen. Wir sehen Spielfilme. Wir denken, weil wir einen Film sehen, ist das so, wie der Film uns das erzählt. Da muss man immer wieder dran denken, liebe Zuschauer, wer erzählt uns das? Ein Trump würde nie etwas bekommen, wenn er dann immer noch zu den Whiteheads gehört, von dem ich immer noch ausgehe. Wie gesagt, ausgehe, nicht weiß, kann auch anders vermute sein. Vermute einfach, ja. Der würde das nicht von denen kriegen, die immer noch auf der anderen Seite stehen. Hingegen, wenn der CIA und diese ganzen Institutionen schon an den entscheidenden Stellen gedreht sind, wovon ich auch wieder ausgehe, schon die ganze Zeit, dann kriegt er das auch, wenn er nicht mehr so Präsident oder so ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir können an der Stelle hin und her argumentieren. Aber das, was in der Öffentlichkeit publiziert wird,
ist doch der wichtige Punkt, weil ohne die Öffentlichkeit hast du keine Macht. Dieses ganze System, in dem wir leben, das Weltwirtschaftssystem, funktioniert nur aus einem Grund. Und ich sage bewusst Weltwirtschaftssystem. Das politische System ist dem Weltwirtschaftssystem untergeordnet. Politiker sind Marionetten. Ein politisches System ist immer der Wirtschaft untergeordnet. Nicht der Wirtschaft von den kleinen Durchschnittsunternehmen. Nicht mal ein Konzern wie Daimler-Benz hat was zu sagen. Sondern die, die hinter dem System stecken und diese ganzen Firmen kontrollieren, über Holdings und über das System selber. Das muss man erstmal begriffen haben. Dann versteht man, du musst die Massen auf deiner Seite haben. Wenn du die Massen auf deiner Seite hast, und das hast du durch Indoktrinieren, durch Mainstream, all das, was man heute erschaffen hat in den letzten Jahrzehnten, hat die Sache vereinfacht. Früher musstest du noch kompliziertere Wege gehen, die Menschen zu kontrollieren. Darum brauchtest du viel Kriege, Angst streuen. Alles, was wir erleben in der modernen Zeit, läuft immer darauf hinaus, dass der Mainstream das nach außen projiziert, was der Mensch begreifen soll. Das System wird so aufgebaut, das Schulsystem indoktriniert die Kinder und verblödet sie, anstelle, dass sie zu Erwachsenen letztlich aufreifen lassen, weil sie Informationen bekommen, die wirklich im Leben sachlich wichtig sind. Informationen, egal ob es aus der Physik ist, ja, da wo man nicht mehr nur vom Atom spricht, weil das ist schon lange überholt. Mhm. Die Quantenphysik müsste Basis sein im Schulsektor der Physik. Du musst deswegen kein Quantenphysiker werden, aber du solltest die Grundkenntnisse haben, damit du weißt, dass Geist, Energie, Bewusstsein miteinander kooperiert und nicht das Gegenteil, weil uns wird genau das Gegenteil erzählt. Ja? Für uns ist nur Materie entscheidend, der Geist ist nebensächlich. Ist nur das Gehirn, sind nur Impulse. Du bist eigentlich ein Affe, ja. Da ist der Schwanz abgefallen, ja. Und jetzt rennst du hier als Mensch rum und das war's. Auf Kurzdistanz erklärt. Ja, ja, aber es macht es irgendwie ziemlich plastisch. Ja, und damit machst du einen Menschen schon mal klein. Klein in der Sache. Er soll sich nur im Materiellen orientieren. Aber ich will nicht zu weit einsteigen, das haben wir alles schon gehabt, alles schon besprochen. So, an der Stelle nochmal zurück zu dem Punkt. Wenn also Trump jetzt dieses Impeachment-Verfahren über sich ergehen lässt und kaum äußerlich zu sehen ist und ich will nicht sagen, sich wie ein Mäuschen versteckt, das wäre jetzt übertrieben, aber im Verhältnis dazu, wie er sich vorher gezeigt hat, doch jetzt mehr oder weniger untergetaucht ist. Sein Sohn hat jetzt das Sprachrohr übernommen. Sein Sohn argumentiert mit Dingen, die sehr an der Oberfläche kratzen. Alles das macht keinen Sinn. Sehe ich auch so. Das macht alles keinen Sinn. Ja. Aus der sinnlichen Welt betrachtet, wenn man das Spiel vorher der 4 Jahre sieht, macht das keinen Sinn. Also steckt da wieder etwas hinter, was wir nicht durchschauen können. Aber da steckt etwas hinter. Jetzt kann man sich darüber wieder Gedanken machen und philosophieren, hin und her und vor und zurück. Ich sage, für mich ist der entscheidende Punkt der, meine These basiert schon die ganze Zeit darauf, dass wir Menschen erstmal einen Zeitrahmen brauchten, angekitzelt zu werden, wach zu werden. Denn vor Trump gab es auch schon Menschen, lange Jahre vorher, die sich dem System bewusst waren und die viel weiter waren, als wir vielleicht jetzt glauben zu sein. Mhm. Ja, aber es ist eine ganz kleine, verschwindende Gruppierung gewesen. Und das weltweit. Der eigentliche, wirkliche Durchbruch ist natürlich dem Internet geschuldet, untereinander zu kommunizieren. Aber in dem Moment, als Trump ins Spiel kam, ist aus dem alternativen Netzwerk das einmal über Trump in den Mainstream rein. Und er hat Millionen Menschen erreicht, die überhaupt nicht großartig im alternativen Sektor unterwegs waren. Ganz normale Durchschnittsmenschen, die sich nicht unbedingt jetzt vernetzen im Netz oder bestimmte Channels anschauen.
die wurden auf einmal aufmerksam, schon mal in seiner Rede. Er hat doch eine Rede gehalten, die müsste jetzt jeder von uns schon mal gesehen haben, wo er deutlich über den Deep State öffentlich spricht vor Millionen von Menschen, wo er erklärt, dass dort eine korrupte Elite, genau, die Menschen kontrolliert, die nur an sich denken und nur das Wohl ihrer Elite im Kopf haben, die den Menschen, die Menschen überhaupt nicht interessiert. Das hat er deutlich zur Sprache gebracht. Und in der Zeit ist er doch über die 4 Jahre kontinuierlich bombardiert worden vom Mainstream und von den anderen Ländern der Politiker. Also, dieses Spiel außen, was wir hier 4 Jahre lang gesehen haben, war ein Wachheitsrüttelungsprozess. Mhm. Für die, die noch nicht in der Situation waren, sich überhaupt mit solchen Gedanken auseinanderzusetzen. Also ist das Potenzial in den 4 Jahren extrem gestiegen. Und jetzt haben alle die, die wir zum Beispiel jetzt auf dem, sagen wir mal, auf der Wahrnehmungsebene waren, was wir da sehen, geglaubt, die nächsten 4 Jahre werden jetzt den Rest drehen. Und ich glaube, da ist der Fehler in uns, im Denken. Mhm. Ich glaube, dass wir jetzt in der Zeit, in der wir jetzt sind, so weit fortgeschritten sind, dass genügend Menschen wach geworden sind, in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Menschen wach zu machen untereinander. Dass es also jetzt nicht mehr nur einen Channel wie dein Bedarf oder mein oder anderer, um mehr Menschen wach zu machen, sondern dass jetzt der normale Durchschnittsmensch in seinem Haushalt miteinander kommuniziert, der Sohn, Vater, Mutter, Oma, Tante, wer auch immer, dass dort es angefangen hat, immer mehr zu bröckeln, dass noch vor einiger Zeit ein viel größerer Rahmen an Menschen, Familien, in Disharmonie waren bezüglich der Gedanken, wie das System funktioniert, ob man ihm trauen kann oder nicht. Ja? Das glaube ich, und ich kriege das in meinem Umfeld persönlich auch mit. Ich habe mit Menschen zu tun, die noch vor einiger Zeit mir selber auch gesagt haben, in ihrer Familie konnten sie nicht darüber sprechen. Jetzt kann auf einmal der Sohn mit der Schwester sprechen oder sogar mit dem Vater oder mit der Mutter, vielleicht sogar mit der Oma oder dem Opa. Also, da ändert sich was. Und ein wesentlicher Punkt, der zusätzlich dieses Wachrütteln hervorbringt, sind einfach die Maßnahmen der Politik. Das heißt, das, was hier in der Politik passiert, und wenn ich sage hier, meine ich damit nicht Deutschland alleine, sondern weltweit, ist sowas von diffus, geistig für mich, nicht mehr rational nachvollziehbar, wenn man da eine Agenda mit durchsetzen will, die irgendeinen Sinn ergibt. Weil wenn wir vom Great Reset sprechen, der ist meiner Meinung nach jetzt nicht mehr durchführbar. Der ist schon so oft besprochen worden oder über den Reset besprochen worden, auch im Mainstream. Und immer mehr Menschen erkennen, dass sie das nicht wollen. Die wollen nicht glücklich sein und nichts mehr haben. Die wollen glücklich sein und immer noch viel haben. Also diese ganze Argumentationskette, die ist so schlecht aufgebaut. Wenn ich dich irgendwo hinführen will, wo du eigentlich gar nicht hin willst, dann komme ich doch nicht mit Argumenten, die dich abschrecken. Ins Gegenteil laufen lassen. Ja. Dann erzähle ich dir doch das Blaue vom Himmel. Hauptsache, du folgst mir dahin. So, was hier passiert, dass jetzt wieder eine Verlängerung des Lockdowns stattfinden soll. Ich hatte mal gesagt vor 1-2 Jahren, die Welle ist nicht die Welle, die zweite, dritte Welle, sondern es ist die Dauerwelle. Ja, das ist das gewünschte Konzept. Das ist doch auch im Mainstream schon gesagt worden, dass sie nicht glauben, dass die Politik jetzt da Schluss macht, wo sie gerade sagt, sondern die Wahrscheinlichkeit wird sein, sie mal verlängern es dann genau, doch wieder. Genau. Ja, und dann machen sie es doch wieder und sagen wieder was anderes. Also, wie blind muss man denn sein, wenn man nur den Mainstream sieht und hört, gar keine alternativen Nachrichten hat, nur das. Und selbst in seinem Umfeld, keinen hat, der ein bisschen wachrüttelt. Ja, ja. Wie blind muss man denn sein, dass man selber erkennt, wo man dahin manövriert wird? Und natürlich, und auch an die Zuschauer gerichtet, die jetzt sagen, das, was ich jetzt gleich sagen werde, es gibt noch viele, die sind so blind. Ja, es gibt noch viele, die sind so blind.
aber längst nicht mehr so viele, wie es vor 3-4 Jahren waren. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen erkennen, meiner Meinung nach, dass es viel mehr Menschen geworden sind, wenn wir jetzt in 2-3 Monaten immer noch diese Situation weiter haben würden. Ja? Dann ist draußen nicht mehr 5 Grad minus wie heute, sondern vielleicht plus 20, 25 Grad. Dann werden sich einige Menschen auf die Straße begeben und Demonstrationen abhalten in einem viel größeren Rahmen, als wir sie letztes Jahr hatten. Das meine ich nicht, dass das jetzt exakt so passieren soll, sondern das ist eine Logik, weil einfach der Druck im Kessel immer größer wird. Und ich hatte das in unserem letzten Gespräch ja auch schon gesagt. Das, was hier passiert, diese Maßnahmen sind kontraproduktiv für dieses System. Aber der Grund dafür, dass sie dieses Kontraproduktive weiter durchziehen, ist der, dass sie nicht aus der Nummer rauskommen. Sie finden keinen Weg aus der Nummer raus, weil das ganze Ding von vornherein schiefgelaufen ist. Sie wissen nicht, die, die uns hier noch in der Mache haben, in der Kontrolle, dass ihr Führerhauptquartier, der Deep State oberste Kategorie, leer ist. Nicht mehr da ist. Ja. Er existiert nicht mehr. Der Vatikan hat seine Macht verloren. Dieses Dreierkonstrukt, City of London, Vatikan Washington. Und Washington DC, ist schon seit langem platt. Es ist nur noch die Fassade da. Das heißt, wir sehen hier einen Film und die sind selber Akteure im Film und haben nicht kapiert, was da eigentlich mit ihnen passiert. Naja, ihnen fehlen die Regieanweisungen. Sie kriegen Regieanweisungen, nur die Regieanweisungen, die sie bekommen, glauben sie immer noch von denen zu bekommen, von denen sie sie bekommen haben. Aber sie bekommen sie schon lange nicht mehr. Dieses Virus ist in der Essenz niemals das, wovon sie dachten, dass es es wäre. Und es kommt nicht vom Weihnachtsmann. Sondern es ist, es ist gewollt gewesen, dass diese Situation eintritt. Und das ist schon dokumentiert. Ja, schon Aussagen. Vor Jahren. Da kann man so viel recherchieren, das sollten wir beide jetzt in dem Video nicht machen. Da muss der Zuschauer sich dann mal selber die Mühe machen, wenn er jetzt Zweifel daran hat. Aber es ist schon über Gates in die Öffentlichkeit gebracht worden. Es sind klare Hinweise, dass unsere Kanzlerin in China unterwegs war. Und es gibt so viele andere Hinweise. Das heißt, diese Geschichte war eingefädelt, aber mit der Idee, dass eine viel größere, viel stärkere Reaktion auf dieses Virus entsteht. Und wenn das entstanden wäre, dann wäre der Plan auch viel besser aufgegangen. Wäre überhaupt aufgegangen? Ja. Viel besser. Ja. Ob er dann aufgegangen wäre, bezweifle ich immer noch. Aber er wäre viel besser umsetzbar gewesen. Dann sind all diese Agenda-Maßnahmen, die hier jetzt praktiziert werden, die hätten doch dann Sinn, oder? Dann würden wir beide doch nicht mehr die Argumentation haben, dagegen zu sprechen, wenn wir sehen würden, dass dieses Virus wirklich dem entspricht, wie es uns ja erzählt wird. Aber was kriegen wir denn? Wir kriegen doch Zahlen und Dinge erklärt, die einer Agenda passen würden, wenn meine These stimmt. Sehe ich ganz genauso. Jetzt, Moment, jetzt ist aber die Performance von dem Virus nicht da. Richtig. Aber Sie haben immer noch die Agenda, oder? Es ist die, als ob es genau nicht, das, als ob es performen würde. Ja? Das heißt, Sie haben eine Agenda. Richtig. Die Sie abhaken. Der Sie folgen, immer noch, die Sie abarbeiten. Warum folgen Sie dieser Agenda? Weil Sie sie selber entwickelt haben oder weil Sie sie bekommen haben und durchführen müssen? Ja, okay, das ist vollkommen für mich, bin ich vollkommen d'accord. Ja, so, Sie haben also all diese Agenda bekommen von den Strukturen, die Sie kennen. Aber die Strukturen an der obersten Kette, an der Spitze, sind nicht mehr die, von denen Sie dachten, dass sie da sind. Verstehst du, was ich meine? Ja, es passt einfach nicht. Ja, man muss wissen, dass wenn man eine Struktur zum Beispiel in einer Firma hat, dann kennst du oben den Chef vielleicht auch nur vom Hörensagen, aber du weißt, da kommt die Ansage, die geht dann weiter runter bis da. Wenn du aber eine Konstruktion hast, wo da oben ein oberster Geschäftsführer ist, aber kein Chef,
Den hast du nie gesehen, sondern eine Holding. Und hinter der Holding stehen noch Eigentümer und dahinter stehen die, die die beauftragen. Du bist aber derjenige, der vom Chef die Anweisung bekommt. Und der Chef kriegt sie von der Holding. Wenn hinter der Holding jetzt aber ganz andere stehen, weiß der Chef doch nichts davon. Der kriegt nur seine Agenda, der ist von denen angestellt. Verstehst du, was ich meine? Nein, Mike, ja, meine ich damit, sondern ich wollte nur sagen... Ich wollte das nur anschaulich machen, dass man begreift, dass die Menschen, die wir als Führer sehen, das sind Pappnasen. Totale Pappkameraden, das ja. Es geht nicht darum, wie schlau oder wie weniger schlau sie sind. Sie haben keine Gewalt, sondern sie sind letztlich Marionetten. Und wir Menschen, die wir hier leben, lassen uns von diesen Marionetten erklären, was wir zu tun haben. Das müssen wir Menschen in einem so großen Maß begriffen haben, dass wir uns nicht mehr von diesen Marionetten sagen lassen, was richtig und was falsch ist. Das ist der wichtige Weg, um souverän zu sein, um sich selber zu erkennen und zu sagen, es ist mir egal, ob der im Rolls-Royce oder im Bentley oder in sonst ein Auto fährt und wie viel Vermögen er hat. Was der erzählt, ist Schnurz. Mhm. Aber ich muss dir sagen... Er kann mich damit nicht beeindrucken mit seiner materiellen Position. Ja, ja, aber das ist für mich alles ja jetzt einfach nur eine reine Bestätigung. Wir beide, aber auch ich für mich, auch in Sendungen, die ich alleine mache oder die ich mit anderen mache, ist ja mein Reden eigentlich schon seit langem, also zumindest seit Anfang letzten Jahres oder wo das begann spätestens, dass man nicht auf eine andere Sache kommen kann, als dass die Bevölkerung immer weiter provoziert, das hat man hier auch schon, immer weiter provoziert werden soll. Das ist gewollt, aber nicht vom Deep State, ja, quasi, sondern durch diese ganzen Widersprüche, durch diese Raumeierei, jedes Mal Salamitaktik, nein, jetzt nochmal 4 Wochen, nee, können wir nicht machen, bla bla bla. Wachmachtaktik ist das, jemand wach zu machen. Und genau. Das kann nicht von denen gewollt sein. Nein, es kann nicht gewollt sein. Nein. Aber du siehst doch, dass sie diese Agenda durchführen. Stumpfweise. Also haben sie eine Agenda, wie ein Dummkopf, der von Mama, Papa gesagt bekommen hat, du gehst jetzt da rüber, immer den Weg so lang, über den Fluss, wenn es schneit und Eis ist, machst du das genauso. Ja. Und der macht das, aber der achtet nicht drauf, dass das Eis noch gar nicht stark genug ist. Tragfähig ist, ja. So. Ja. Also die Logik ist, dass sie selber nicht denken. Sie sind so erzogen worden in dem System, dass sie selber nicht denken. Sie machen sich keine Gedanken. Sie kriegen die Anordnung und dann folgen sie diesen Anordnungen. Vollkommen schlüssig für mich. Und ich möchte aber noch einen anderen Aspekt, den wir davor angesprochen haben. Entschuldige, an der Stelle nochmal, wenn ich das, was ich gerade gesagt habe. Wer ist dann unser Aushängeschild für Nichtdenken in der Politik? Nur alles abliest. Wer kann denn kaum 5 Sätze hintereinander reden, obwohl unsere Politikerin Physikerin ist? Ja? Von der ich richtig, spreche. Merkel, klar. Die kann doch gar nicht selbstständig denken. Nein. Das ist doch anerkannt das schon alleine durch ihre Art. Wirklich Sprechpuppe, ja. Ja, ja. Nein, aber für uns Zuschauer, für unsere Zuschauer und auch, weil ich das auch für mich jetzt nochmal, dass man das ein bisschen plastisch sieht, liebe Zuschauer, für mich ist es dann auch, wird das auch irgendwie auch, wie soll ich sagen, transparenter, was du gesagt hast. Ich möchte nochmal ganz kurz auf die alternativen Medien zurück, also auf die Alternative zu dem Mainstream. Ja? Wenn ihr euch mal überlegt, seit wann gibt es denn die Achse des guten Tichys Einblick, sowas wie unsere, aber wir sind jetzt wirklich, ich bin ja relativ frisch und wirklich da jetzt kein altgedienter Hase, kann ich mich jetzt nicht damit rühmen. Und es gab aber vor 10 Jahren auch schon eine Tusa-Bewegung, im Internet auch und auch Print, aber wie du es schon sagtest, unbemerkt. Es war eine kleine, winzige Gemeinde und Hochachtung und Hut ab vor diesen Leuten, die damals, wenn sie überhaupt wahrgenommen wurden, als komplette Spinner von 99,9% wahrgenommen wurden. Und auch sowas wie Reitschuster und so weiter, der geht durch die Decke. Ja? Also, und das wäre nicht passiert, meiner Ansicht nach bin ich auch überzeugt, was du sagst, wenn 2016
Trump nicht gewählt worden wäre oder nicht, seit, nicht Präsident geworden wäre. Genau so ist es. So sehe ich das für mich. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, den wir heute bisher angesprochen haben, ist das Verständnis zu bekommen, dass hier eine Agenda abgearbeitet wird, die zu einem Plan passt, der nicht aufgegangen ist, weil die Dinge nicht performen, wie sie hätten performen sollen. Und trotzdem auch, wird sie stumpf weitergemacht. Auch der Great Reset hätte wunderbar harmoniert, wenn dieses Virus richtig performt. Die Leute hätten doch dankbar alles genommen, wenn das so gewütet hätte quasi. Gibst du mir recht? Verstehst du diesen Aspekt, wie wesentlich der ist, das zu verstehen? Total, das ist eigentlich die Grundlage. Wenn du das verstanden hast, meiner Meinung nach, verstehst du dann auch den weiteren Irrsinn, der jetzt noch kommt. Weil wir haben den Irrsinn noch nicht beendet. Sie kommen aus dieser Kiste nicht mehr raus. Nein, sie kommen nicht mehr raus. Wir werden noch viel mehr Irrsinn erleben. Ich prognostiziere keine Daten, keine Zeit. Ich prognostiziere genau. Nur, dass wir in kürzester Zeit, also immer mehr die Dynamik sich weiter erhöht, was übrigens seit Oktober, September letzten Jahres auch tatsächlich passiert ist. Weil die Dinge haben sich immer mehr beschleunigt. Und sie beschleunigen sich immer weiter. Und da sind wir mittendrin, dass ich aus meiner Sicht erkennen kann, dass alles, was von der Agenda aus weiter umgesetzt wird, irgendwann an einen Punkt kommen muss, wo sie es nicht weiter anschieben können. Das ist, als wenn du, weiß ich nicht, den Berg nach oben kraxelst und feststellst, jetzt bin ich an der Spitze, höher geht's nicht. Und an dieser Stelle, da sind wir meiner Meinung nach angekommen. Wie weit diese Spitze jetzt noch braucht, diese letzten paar Meter, dass das kippt, das kann ich nicht beurteilen. Aber es kann nicht mehr lange dauern. Aber es spitzt sich zu, wie du vorhin schon gesagt hast. Und da sie da nicht mehr raus können, also nicht mehr rückwärts gehen können, wird das passieren. Und ich glaube, dass das alles von denen, die hinter Trump stehen, vom Timing in relativer Übersicht, soweit man es eben kann, vorbereitet war und gedacht ist, dass wir dahin kommen müssen. Unabhängig von einem Trump oder nicht Trump in der Führungsspitze in den USA. Ob er da jetzt als Präsident dann dasteht oder nicht, ist nicht der entscheidende Punkt. Wir Menschen, damit meine ich uns Menschen auf diesem Planeten, werden durch diese Agenda so gebeutelt, dass genügend da sind, die an dieser Spitze ankommen und sagen, puff, und was ist das? Was heißt das? Für mich heißt das konkret, dass wir dieses System so weit durchschaut haben in der breiten Masse, dass wir diesem System nicht mehr folgen wollen. Nicht mehr vertrauen, ja. Das hängt damit zusammen, weil wenn das Vertrauen nicht da ist, kannst du oder willst du es auch nicht mehr, dem auch nicht mehr weiter folgen. So, das heißt also, wir müssen aktiv werden. Wir dürfen nicht nur zuschauen und sagen, jetzt war der Trump nicht da, man, wer kommt denn jetzt? Oder können wir nicht einen anderen holen? Ja? Ja. Wer kommt denn jetzt? Ja, genau. Ja, das ist schön beschrieben, ja. Das, genau das dürfte nicht euch unbedingt dauernd drauf warten. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass es nicht der Fall sein kann, dass in kürzer Zeit auf einmal die ganze Sache in den USA so kippt, dass auf einmal ein Trump doch wieder dasteht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Szenarien, ja. Aber das sollten wir nicht als den wesentlichen Kern der Dinge nehmen, sondern wir sollten verstehen, dass wir jetzt so weit sind, dass jeder von uns weiter angehalten ist, diese Irrsinnsdinge sich weiter vor Augen zu halten, dass sie tatsächlich da sind, dass sie tatsächlich, dass wir von Wahnsinnigen regiert werden, dass der Mainstream, bis auf wenige Ausnahmen, absolut einer Agenda folgt und diesem Irrsinn weiter Substanz gibt und weiter erklärt wird, dass das alles richtig ist. Ja? Das ist sowas von hanebüchend für jeden Menschen, der einigermaßen wach geworden ist. Und wir müssen das auch umsetzen in unserem Handeln.
Ich komme jetzt noch mal zurück zur Maske. Das ist auch nur ein Beispiel. Mhm. Aber die Maske ist ein sehr gutes symbolisches Zeichen. Einmal wissen wir, dass sie eingesetzt wurden für Sklaven, diese Masken grundsätzlich. Das ist also ein Zeichen dafür. Andererseits ist es eine Metapher für Gesicht zeigen. Ja? Ich nehme die Maske ab. Wenn sie zeige, nicht offenes Visier auch irgendwo. Ich zeige mein Gesicht. Also auch mal sich selber hinterfragen. Bin ich denn wirklich jemand, der zu den Dingen steht? Oder versuche ich nur zu warten und springe auf das Schiff, was mir am ehesten den Weg ebnet, wo ich hin will, ja? Mich dorthin bringt? Oder setze ich mich selbst ans Ruder und tue was? So, ein simples Beispiel. Wenn ich weiß, wir haben einen Lockdown und es gibt Straßen, da ist verboten, ohne Maske lang zu laufen. Sprich, in dem Fall Kurfürstendamm als Beispiel. Einkaufsstraßen, ja. So, und ich laufe da lang und ich sehe jetzt zu der Zeit, wo ja die Maßnahmen nochmal verstärkt wurden, auch die Maskenpflicht nochmal hervorgehoben wird. Im Auto jetzt in Berlin auch und so, ja. Und zwei Masken übereinander oder was auch immer, ja, sehe ich einen großen Teil von Menschen miteinander, auch im Einzelnen, ohne Maske laufen. Dieser Hinweis ist ein Hinweis für mich, dass diese Menschen, die da rumlaufen, das ablehnen, sonst würden sie es ja tun. Also muss da schon ein gewisser Wachheitsgrad vorhanden sein. Dass sie es in Geschäften noch nicht tun, ist dem Umstand geschuldet, dass du, wenn du als Einzelner dort reingehst, einfach die breite Masse in einem Laden noch gegen dich hast. Vor allen Dingen die Geschäftsführung und irgendwelche Security-Leute, das hemmt dich. Aber auch da ist eine Hemmschwelle irgendwann überschritten. Darauf warte ich zum Beispiel. Ich auch. Ja, das kann ein nächster Hinweis für uns sein, dass dann auf einmal nicht nur einer, sondern 4, 5 in einem Laden ohne rumlaufen. Wenn das passiert, schwappt das weiter über. Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn wir einen Moment erreichen würden, wo alle Menschen einfach sagen, ab das Ding, ja, wir glauben da nicht dran, wäre das System im Eimer, weil die Glaubwürdigkeit komplett weg wäre. Weil sie könnten ja nichts mehr machen. Sie müssten ja dann absolut rumrudern und irgendetwas erfinden, was undenkbar wäre, diese Menschen jetzt einzusperren. Was es noch unglaubwürdiger macht. Ja, also ja, vergiss ja, es. Das wäre ein Ding, was das ist nicht machbar. Also worauf ich hinaus will, ist, dass die Maske ist nur eine Symbolik. Aber das wäre schon mal ein erster Schritt für jeden zu sagen, der nicht daran glaubt, dass da wirklich eine Krankheit ist, die ihn selbst oder andere gefährdet, dass er sagt, weg damit. Ich mache das nicht mehr. Weder dort, noch dort, noch dort. Und wenn mir das auf der Arbeit jemand sagt, ich muss das tragen, dann gehe ich nicht hin. Dann sage ich, wenn ich hier nur mit Maske rein kann, dann gebe ich das meinen Anwalt und der soll dagegen klagen, weil das ist aus Grundgesetzen etc. pp. Nicht möglich. Dann kann man jetzt sagen, naja, natürlich, das System kann natürlich gegen dich sein und sagen, nein, dann sagt der Richter, wir machen es doch so, klag doch. Aber dann macht sich das System doch selber wieder absolut unglaubwürdig, wenn es um die Menschenrechte geht, die wir ja angeblich haben sollen. So, wenn also diese Dinge dann weiter passieren, ja, dann siehst du, dass das Zahnrad des Gegeneinanderarbeiten immer weiter verhakt. Das heißt, irgendwann kommst du an den Punkt an, wo die Menschen aus jeglicher Erfahrung, die sie machen, sei es im Supermarkt, sei es auf der Straße, sei es im Bus, sei es in dem Fall, wo ich sage, da fängt einer an, jetzt auch mal zu klagen, weil das machen einige, auch Firmen machen das, fängt das System an, immer mehr zu kollabieren. Und diesen Peakpunkt, den kann man nicht vorhersehen, den kann ich nicht sagen, den kannst du nicht sagen, weil wir keine Propheten sind. Aber es ist unausweichlich, würde das System anfangen, sprich die Politik, zurückzurudern, um das Ganze weich zu spülen, wäre der einzigste Weg, der versucht werden kann. Aber sie wissen, dass zu viele Menschen wach geworden sind. Wenn sie jetzt zurückrudern, kommen die alle aus ihren Löchern raus und werden gegen das System stehen. Und das ist auch der Punkt bei Parteien, weil Parteien an sich haben in der Essenz natürlich schon
oder in der Masse natürlich schon Menschen, die wirklich daran glauben, die gar nichts Schlechtes wollen. Ja, aber in den Führungsligen... Ich wollte gerade sagen, die sind an der Basis. So, ja? So ist das. In den Führungsligen hört das auf, weil sie dort immer wieder von der Agenda in den Griff genommen werden. Ja? Und darum funktioniert dieses Parteiensystem auch nicht. Nirgendwo auf der Welt. Mhm. Wir brauchen also in der Sicht auch ein anderes System. Das heißt aber nicht, dass jeder Mensch, der einer Partei angehört, deswegen ein schlechter Mensch ist. Oder dieser Agenda so folgt mit dem Wissen, was da eigentlich hinter passiert. Nein, nein, genau. Schön, dass du das noch... Genau wie mit den Menschen auf der Straße. Ja? Aber intelligente Menschen, die in einer Partei sind, die das wissen, die müssten sich dann auch outen und sachlich, nicht nur mal so ein bisschen am Rande streifen, sondern sie müssten sachlich auch mal in die Offensive gehen und sagen, ja, ihr seid Deep State, aussprechen, ihr seid korrumpiert, in der Partei aussprechen und in der Öffentlichkeit. Und diese ganzen Dinge sind noch nicht passiert, jedenfalls nicht in dem Maße, wie sie passieren könnten. Wenn das passiert, wenn kein Blatt mehr vor den Mund genommen wird, das heißt, wenn die Maske auch hier fällt, dann erhöht sich dieser Peak weiter. Und ich glaube, wir sind auch da an dieser Stelle, wo immer mehr Menschen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus dem Mainstream oder sonst wo, damit meine ich nicht die Institution, sondern einzelne Menschen, die verstanden haben mittlerweile, was hier abläuft, die sich trauen, die Maske abzunehmen und deutlich darüber zu sprechen. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir im Kleinen, unter uns, miteinander. Und nur so kriegen wir das System weg. Wir kriegen das nicht weg, wenn wir zu Hause sitzen und auf den Erlöser warten. Mike, da kann ich dir sogar zwei Beispiele geben. Das ist passiert, meine ich, um das auch für die Zuschauer noch mal griffiger zu machen. Da komme ich noch mal auf den Reitschuster zurück, der offensichtlich... Da er eben kein Nicht-Partei ergreift, so wie ich zum Beispiel, ja, ich begreife mich jetzt auch nicht wirklich als Journalist, ja, nicht Partei ergreift, sondern so wie er selber sagt, er versteht auch die Angst und er versteht das alles, ja, aber er ist Journalist und möchte und seine Aufgabe begreift, auch kritische Fragen zu stellen. Deswegen ist er auch, sag ich mal, irgendwo offensichtlich bei Politikern unterer Chargen auch offenbar irgendwo anerkannt, akzeptiert als Gesprächspartner oder als Scharnier, ja, irgendwo außerhalb des Mainstreams. Das ist so das Einzige, der für die vielleicht ansprechbar ist. Und da gab es jetzt ganz aktuell, kann ich es auch gerne nochmal verlinken, ein Interview vom Reitschuster mit einem Herrn Held, einem SPD-Bundestagsabgeordneter, kannte ihn nicht. So ein typischer Hinterbänkler, ich will es jetzt gar nicht despektierlich sagen, das kann nicht jeder Minister sein, ja. Und der zwar zugibt, er kandidiert nicht mehr. Deswegen kann er jetzt natürlich auch freier sprechen, was natürlich auch schon wieder sehr, sehr fragwürdig ist. Aber gut, wollen wir mal jetzt nicht undankbar sein. Der sagte, er hat die Bundesregierung gefragt, offiziell kann er ja als Bundestagsabgeordneter, er hätte gerne mal wirklich die Datenlage, auf deren Basis überhaupt diese ganzen Maßnahmen sich stützen oder überhaupt so formuliert und beschlossen sind. Und er dachte, er kriegt hier irgendwie Akten um Akten mit Zahlenmaterialien und Erläuterungen, hat also nur eine E-Mail mit einem Absatz bekommen, dass die Bundesregierung sich beim RKI und bei anderen bundeseigenen Instituten... Es gibt keine Aktenlage. Genau. Ganz genau. Es gibt keine Zahlen, keine Daten, worauf jetzt sagt, ja, es okay. Es gibt nicht meine Aktenlage. Richtig, genau. Und da sagte er dann in dem Interview, das ist natürlich schon extrem fragwürdig, und weil wir hier von so weitreichenden Maßnahmen sprechen und dem gegenüber eigentlich nicht wirklich, wie du sagst, keine Aktenlagen gegenübersteht, ja, ist auch diese Inzidenzwerte ist ja rein willkürlich, ja, das hat ja nichts mit medizinischen Geschichten zu tun. Und der traut sich nicht voll, aber schon ein bisschen hebt das Köpfchen, ja, muss ich sagen. Also er sagt jetzt auch in den Fraktionen gibt es immer mehr Leute, die jetzt das nicht grundlegend ablehnen, aber immer mehr Fragezeichen setzen. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen wollte, das ist als Beispiel dafür, dass sie wirklich einer Agenda folgen, auch Reitschuster, das war im Januar, schreibt, dass ein CDU oder mehrere, glaube ich sogar, CDU-Bundestagsabgeordnete mit ihm gesprochen haben, mit der Bitte,
die Quelle nicht zu veröffentlichen, also den Namen nicht zu veröffentlichen, wo wortwörtlich gesagt wurde, wir befürchten, dass das Virus nicht liefert. Das haben sie schon das ganze letzte Jahr befürchtet, ja. Aber jetzt wurde es mal ausgesprochen. Ist mir spät eingefallen. Aber ich meine, es sagt ja alles. Hundertprozentig. Schau mal, Thomas, ich glaube Folgendes. Nehmen wir mal an, wir hätten diese Situation seit 2020 nicht. Dann hätten wir viele Menschen noch weltweit, die diesem System weiter folgen würden. Noch 100 Jahre. Es sei denn, eindeutig, irgendwelche Dinge passieren, die sie aufrütteln. So, es gibt einen spirituellen Aspekt, den ich aber heute mal nicht erwähnen möchte. Mhm. Den haben wir schon öfter erwähnt, aber wir reimen mal rein rational. Mhm. So, das heißt, in der Zeit wären dann alle Möglichkeiten offen gewesen, uns weiter in die Klammer zu holen, ja? Wie weit das auch immer gehen sollte. Soweit braucht man gar nicht denken, völlig unwichtig. Wir sind ja schon versklavt. Aber wenn du einen Menschen vor 2 Jahren erzählt hättest, nein, sagen wir mal noch, 4 Jahre, 5 Jahre, wie das Finanzsystem funktioniert, also das heißt das Geldsystem, wirklich funktioniert, glaube ich, wärst du aber vielen Menschen auf taube Ohren gestoßen, weil sie sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen. Und dann, auch wenn du es einfach erklärst, es funktioniert ja alles, sie sind genau zufrieden mit genau dem. Die wollen da gar nicht weiter. Die reingehen. Antworten wären gekommen, ja, so. Genau. Mhm. Seit dieses Problem auftaucht, seit 2020, angefangen mit Trump, ja, Hauptproblem für die Öffentlichkeit. Dann seit 2016, genau. Mhm. Dann 2020, das angesprochene Problem, was wir die ganze Zeit gerade darüber sprechen. In der Zeit sind Menschen viel hellhöriger geworden für solche Themen. Nicht alle, aber immer mehr. Das heißt, die Sensibilität für solche Themen ist auf einem viel höheren Niveau. Und wenn wir jetzt Politiker haben und Menschen haben, die vielleicht schon ein wenig von dem Mainstream wegkommen und uns erklären, was wir selber jetzt schon wissen, dass es nicht so performt, dass es keine Aktenlage gibt, das und das und das, bezieht sich das hauptsächlich nur auf das Problem, was wir jetzt seit 2020 haben. Sie sprechen noch nicht über die tiefgreifenden Probleme, die das System grundsätzlich als Ganzes ja darstellt. Das System ist ja das Problem. Ja, jetzt muss man aber verstehen, wenn du Menschen schon zu viel Input gibst im Wissen von dem, was eigentlich dahinter steckt, sie aber noch gar nicht bereit sind, das aufzunehmen. Ganz genau, dann ja. Dann stößt du gegen eine Mauer. Das ist wie mit dem spirituellen Denken, was man uns entnommen hat, uns Menschen, entleert, weggenommen. Wenn du zu viel über Spiritualität sprichst, bei Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, dann stößt du auf eine Mauer. Machen die zu? Ja. Mhm. Mhm. Also, worauf ich hinaus will, ist, wir brauchten all das, was hier passiert. Und jetzt ist es an denen, die genügend Sensibilität haben, zu begreifen, wie weit sie jetzt in die Öffentlichkeit gehen können und was sie erzählen können. So wie wir das in unserem Gespräch hier machen. Wir haben unsere Art, das Salongespräch hat seine Art und andere haben ihre Art. Aber wir versuchen hier, die Dinge so weit zu erläutern, wie es Menschen gibt, die draußen dem folgen wollen und zuhören. Aber es wird viele geben, die schauen sich das an und sagen, was ist denn das für Spinner? Ja, bloß. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich kann es vielleicht so formulieren, wir hätten ja auch ein Salongespräch vor 5 Jahren führen können, jetzt nicht über die Ereignisse 2020, da gab es auch schon genug, auch Geldsystem und so weiter. Bloß da hätten es vielleicht statt 20, 30, 40.000 vielleicht 500 geguckt. Ja, oder ja. 3. Ja, ja. Also, das ist ja, du wiederholst jetzt das, was ich gerade gesagt genau, habe. Genau, ja. Ich habe es nur noch mal ein bisschen mit diesem Zahlenvergleich gemacht. Wir sind also da, wo die Sensibilität für die Aufnahmefähigkeit des Verständnisses, wie die Welt funktioniert, was man mit uns Menschen hier macht. Viel höher. Besser gesagt, was wir mit uns Menschen machen lassen. Richtig.
Das ist der viel wichtigere Punkt. Mhm. Und das geht nur, solange Menschen nicht begreifen, dass man das mit ihnen macht. Erst wenn der Mensch anfängt, souverän zu werden, wieder in sich zu gehen, dann ändern sich die Dinge. Wir kommen da immer wieder hin. Da kommen wir immer wieder hin, liebe Zuschauer. Ja? Ja, das ist der Punkt. Und das ist eigentlich auch das Resümee aus unserem Gespräch. Das kannst du sagen aus jedem Gespräch. Der eine oder andere kann vielleicht sagen, na, die beiden, die wiederholen sich ja ständig. Ja, da hat er nicht Unrecht. Ja, ja. Ja, wir greifen Themen auf, besprechen die. Aber letztlich ist es ja so, wenn wir uns überlegen, was jeden Tag in der Welt geschieht, ist es doch nur ein Ablauf von Dingen, die immer wieder in der Essenz das Gleiche, nur in unterschiedlichen Formen sich darstellen. Aber die Essenz ist doch immer das Gleiche. Du bist doch in den Hamsterrad drin. Und du folgst diesem Geldsystem und du folgst dem Mainstream und du folgst der Politik. Und all das läuft die ganze Zeit. Das ist ein kontinuierlicher Wiederholungsprozess. Da wollten sie uns doch haben. Ganz genau, ja. Weil wenn du in einem Hamsterrad bist, dann kannst du nicht geradeaus gehen oder mal da oder dahin, sondern du drehst in dein Hamsterrad und dann bist du in der Kontrolle. Wenn du aber dahin gehst und dahin gehst und da gehen Leute hin, wie soll ich dich dann kontrollieren? Das mögen die nicht, ja, genau. Nicht, weil du die Kontrolle verlierst. Und wir sind an einem Punkt angekommen und der ist schon als Punkt zu sehen eine ganze Weile da. Ja, es ist nicht ein Punkt heute, sondern diesen Punkt oder dieser Punkt, von dem ich spreche, der ist schon seit einigen Jahren dort ein Punkt, wo wir an einen Peak kommen, der sich immer weiter zu diesen Explosion oder Implosion ergibt, wo die Menschen in genügender Anzahl wirklich endlich verstanden haben, dass sie in sich der entscheidende Punkt sind. Jeder von uns ist der entscheidende Punkt. Ist übrigens ein tolles Gefühl. Ja, man muss immer aufpassen, dass man nicht irgendwie so gegenüber den Leuten, die dieses Gefühl jetzt noch nicht haben oder vielleicht auch gar nicht wissen, was meinen die eigentlich mit Eigenverantwortung, Souveränität, ja, wo wir das immer wieder versuchen oder nicht nur versuchen, sondern auch immer wieder erklären, dass man den Leuten jetzt nicht das Gefühl gibt, naja, ihr seid halt noch nicht so weit. Ja, das hat nichts mit Wertung zu tun. Ja? Überhaupt nicht. Ich bin meilenweit davon entfernt, irgendjemand zu sagen, wie weit er ist. Jemand ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann ja nur angeben, was ich glaube, was meine These ist und wie ich die Dinge sehe. Und der andere kann dann für sich entscheiden, ob er damit was anfangen kann oder nicht. Ob er es verwirft oder sich was rauspickt oder mehr oder weniger davon übernimmt, ist ja völlig egal. Schau, für mich ist wichtig, dass wir Menschen begreifen, dass nur unser Handeln Entscheidungen herbeiführen kann, Dinge zu verändern. Unser Handeln. Das bedingt aber, dass unser Handeln geistig kontrolliert ist. Dass wir nicht wie eine Puppe, wie ein Computer, nur mit dem, was man uns einindoktriniert hat, agieren, sondern unsere eigenen Gedanken, das meine ich mit souverän, sich überlegt, was mache ich heute? Wenn ich heute aufstehe, was mache ich dann? Mache ich meinen Kram genauso wie jeden Tag? Will ich das? Will ich jeden Tag in diesem Hamsterrad weiter rumrennen? Ja, natürlich kommen dann die Fragen, ja, was soll ich denn machen und ich kann doch hier und natürlich kommen dann diese Fragen. Aber wenn ich nicht selber in mir selbst erkenne, dass ich Dinge ändern kann, dann muss ich in den Hamsterrad weiter rumlaufen. Das ist nun mal die Realität. Oder du wartest, wie gesagt, auf den Erlöser, der dich aus dem Hamsterrad rausholt. In der freien Natur war der Mensch schon immer gefordert, mit seiner Umwelt klarzukommen. Und nicht zu warten, dass ihnen jemand das Essen bringt, dass der Erlöser kommt, der ihn vor dem, was weiß ich nicht, schützt, vor dem Regen, vor der Kälte, vor Hunger, vor Angriff. Jeder Mensch muss sich selbst verteidigen können, muss aufstehen können, muss sich bewegen können. Ja, und dafür ist der Mann nun mal der Beschützer und die Frau sollte den anderen Teil übernehmen, wie zum Beispiel die Nahrung, die der Mann nach Hause bringt, dann fertigen zum Essen und lange auf die Kinder aufpassen, dass die behütet sind. Derweile geht der Mann zur Jagd, sorgt für Nahrung und wenn jemand kommt, der den Kindern was tun will, dann beschützt er die. Das ist ein Mensch. Nichts, bin ich nicht ganz mehr, bei dir. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Aber das haben sie uns doch genommen. Richtig. Sie haben uns doch zu Memmen erzogen.
nicht mehr frei sein zu können. Ja, ich muss den anrufen, der hilft mir dann. Ich muss das machen und das machen. Das ist dieses System. Wir sind zwar schon, aber das ist egal, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber das muss ich noch loswerden, weil dazu passt es nämlich so wunderbar. Weil du sagtest, das haben sie uns genommen. Ja? Nochmal, nicht, dass ich jetzt nur noch Reitschuster auf dem Sender habe, aber das hat er mir halt auch erzählt. Der ist ja in der Bundespressekonferenz. Und dann habe ich ihn einmal gefragt, warum ist das eigentlich so leer? Ja? Also diese Stuhlreihen, das sitzen, also nicht nur wegen Abstand, sondern das ist wirklich so wahnsinnig leer. Die müssen jetzt nicht absichtlich Abstand halten. Das sind teilweise gefühlt irgendwie 10 Leute in einem Saal, wo 60, 70 Leute Platz hätten an Sitzplätzen. Und dann hat er gemeint, ja, das sind junge Kollegen, die haben tatsächlich Angst. Also die gehen da nicht hin, aus Angst, sich anzustecken. Natürlich, Thomas. Ja? Schau mal, die ganze Welt, mit wenigen Ausnahmen von einigen Regionen, die wir jetzt nicht hervorheben müssen, aber wenn du es als pauschale, prozentuale Masse nimmst, dann würde ich sagen, mindestens 90-95% der Menschen sind von dem weltumspannenden Wirtschaftssystem, Politsystem, so erzogen worden, dass sie Angst in sich fördern. Angst haben zu atmen. Angst haben vor CO2. Angst haben vor dem Ozonloch. Angst haben, dass irgendwelche Vulkane explodieren. Angst zu haben, dass irgendein Komet niederstürzt. Angst davor, dass die Atomkraft uns vernichtet. Mhm. Angst vor einem Krieg. Angst vor Seuchen. Ich kann das endlos aufzählen. Angst zu haben, deinen Job zu verlieren, Angst zu haben, deine Miete nicht zu bezahlen, Angst zu haben, nicht essen zu können, Angst zu haben, deine Familie zu verlieren. Verstehst du? Genau das. Wir sind, ich will nicht das Wort Memme nochmal hervorheben, aber das ist so ein simples Wort, was es trifft. Ja. Dazu sind wir erzogen worden. Und wenn du dir die Transgender-Geschichten anguckst, wo ich Moden sehe, wo Männer rumlaufen, wo ich nicht mehr weiß, das ist eine Frau, ist das ein Mann, mit Bart, ohne Bart, mit Rock, mit Strümpfen. BH so, oder was das auch ist immer. Gewollt. Mhm. Ja, das ist das Luziferische, die göttliche Schöpfung zu korrumpieren, daraus etwas völlig anderes zu machen. Der Mann ist nicht mehr der Mann ist die Frau ist der Mann. Ja. Der Mann bleibt zu Hause und kocht und die Frau geht in den Krieg und macht den Job, den der Mann eigentlich machen sollte. Das Umdrehen ist sowas von klar. Frauenquote, das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Denn irgendwann gibt es dann die Männerquote. Ja, wenn genug Frauen drin sind, dann muss es eine Frauen-Männerquote geben. Und dann gibt es eine Transgender-Quote. Ja, genau. Wo soll denn der Irrsinn aufhören? Der hört nie auf. Bei denen, die da so drinstecken, hört der Irrsinn nie auf. Die kapieren das erst dann, wenn es bumm macht. Also ich glaube, an der Stelle haben wir unser Ding durch heute. Denke ich auch, ja. nein, das war heute mal wieder, na, es ist eigentlich immer, ich muss nochmal sagen, weil wir hatten es, liebe Zuschauer, vor, also um da mal ein kleines Geheimnis zu lüften, wir trinken vor dem Dreh noch immer eine Tasse Kaffee. Oh ja, gut, dass du das erwähnst. Wir sind hier Drogendealer. Ja? Wir trinken noch Kaffee vorher. Ja, ich dachte, du sagst jetzt, wir haben vorher noch mal einmal ein bisschen... Wir haben uns nochmal fit gemacht. Ja. Nein, aber trotzdem verdeutlicht es ja auch, dass wir uns nicht stundenlang vorher hier austauschen. Was machen wir denn heute? Ja? Mike meinte nämlich auch, und ich auch, dass wir jetzt schon beim 35., glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz mich täusche, beim Salongespräch sind und wir schon bald 10 Monate es machen und im Mai wird es dann ein Jahr. Und wir waren beide uns einig, darauf wollte ich noch ganz kurz sprechen, Mike meinte zu mir, kommt dir das wirklich so lang vor? Ja, und ich sage, nee, ja, null. Ja. Also was wir damit sagen wollen, es rast, weil die Ereignisse so dicht sind, weil der Wahnsinn auch immer dichter, immer größer wird. Ja. Und
Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob das euch so ähnlich geht. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, ich habe das auch. In meinem Umfeld haben mir das viele bestätigt, dass die Zeit rast für viele Menschen, genau. Auch für junge Menschen, ja. Auch für Ältere. Vielleicht lass mich an der Stelle noch Folgendes sagen. Heute war das Gespräch ein bisschen tougher, glaube ich, von der Art und Weise, wie wir es geführt haben, weil wir fügen ja sonst immer mal auch ein bisschen Spiritualität ein. Das ist aber auch gut so, dass wir mal das Gespräch auf der Basis haben. Und wir werden heute noch eine Folge für die Offenbarung, da wurde darum gebeten, dass wir da nochmal drauf eingehen. Das wird nochmal eine Interpretation geben. Und dann habe ich, da ist der Thomas so lieb und macht nochmal den Link für die Illusion Spielzeug der Wahrheit. Das heißt, das Buch, was ich habe, da gibt es eine Serie, die ich jetzt als Video, Hörbuch, Video, ähnlich, ja, kann man das bezeichnen. Ich nehme nicht nur den Inhalt von dem Buch jetzt da und wiederhole das, sondern ich gehe auf den Inhalt ein und präsentiere das, was dort als Inhalt, als Kernaussage drin ist, um es in die jetzige Zeit zu transformieren und sich das zunutze zu machen, was jetzt gerade passiert, ja, also in den letzten Jahren, einschließlich jetzt. Dieses Video würde ich oder würden wir jetzt nochmal als Link beifügen. Und da ist das Ganze dann schon ein wenig spiritueller. Ja? Genau, das kommt alles in die Beschreibung, weil auch das Hörbuch bei auf dem Channel von Mike veröffentlicht wird. Nicht, dass wir Hörbuch ist übertrieben, oder? Es ist im Prinzip, kann man es so nennen, aber es ist jetzt keine exakte Übersetzung im Hörbuch. Nein, ich habe es ja, glaube ich, Aktualisierung genannt. Genau, also so kann man es bezeichnen. Das Buch ist, was jetzt 8 Jahre alt, vor 8 Jahren erschienen ist, ein Buch und sozusagen oder Ergänzungen aus der Sicht von heute quasi. Ja, also sagen wir mal so, was ich da geschrieben habe, ist zeitlos. Ja, ja, aber geschrieben vor 8 Jahren, veröffentlicht ist es jetzt in der zweiten Auflage 2014 gewesen. Mhm. Und ich hatte es ja jetzt erst durch unser Salongespräch, weil die Nachfrage dabei war, überhaupt online gestellt. Bis dahin war es ja nicht mehr im Handel. Mhm. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Entscheidend ist, dass das, was dort drin ist, als Essenz in diese Videoreihe gebracht wird. Das ist das, was ich hier mache. Und damit nehme ich Bezug auf uns, unsere Souveränität als Mensch, unser geistiges Potenzial und das im Nutzen und Einklang in die jetzige Situation zu bringen und nutzen zu können. Das ist eigentlich die Kernaussage. Alles klar. Kriegt ihr alles in der Beschreibung und wir freuen uns über jeden Kommentar. Und Mike, vielen Dank. Bis zum nächsten Donnerstag. Auch. Wir machen jetzt noch das Offenbarungsvideo, nenne ich es mal. Und gehabt euch wohl und du auch, Mike, würde ich mal sagen.